Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den Challenger Rogator 1300 von den Moddern Stem Camp Modding und das Ganze ist konvertiert bei BH Modding. Das Ganze findet ihr unter der Kategorie Pflanzenschutz. Standardgemäß kostet euch das ganze Teil 250.000 Euro oder 12.750 Euro im Leasing. Hat 400 PS, 506 80 Liter Diesel, 50 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit und ja, ein Tank angeblich von 15.000, haut aber schon mal nicht hin, das so als Spoiler. Config-Möglichkeiten: zwei Stück, Design- und Reifenvariante, Design Normal Tank oder eben Stainless Steel Tank, also ein Stahltank, kostet 5.000 Euro extra, ist aber nur zur Deko. Reifenvariante standardgemäß Pflegebereifung, kann auch umgesetzt werden in Breitreifen. Das war's. Okay. Hier haben wir dann noch weitere Daten. 36 Meter Arbeitsbreite, 30 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Und hier die Icons, die irgendwie, weiß ich nicht, hier, das ist so eine Sache. Spoiler aber dafür schon mal vorweg, ihr könnt Flüssigdünger und Pflanzenschutz damit laden. So sieht das gute Stück hier aus. Und ja, man sieht auf jeden Fall, es ist nur konvertiert worden. Und die Lichter wurden irgendwie noch umgeändert. Aber ja, man sieht das hier, so Pixelfragmente in der Textur drin. Die Reifen, keinerlei Beschriftung oder irgendwas drauf. Sieht so ein bisschen plastimäßig aus, um ehrlich zu sein. Felgen und Co. mag noch schleichen. Hier ist der Einstieg, ne, da kann man auch drauf, aber man sieht auch hier Challenger. Das sieht wiederum ordentlich aus. Auch hier das Challenger Rogator. Das ist noch ganz okay, aber seht auch hier, ne, hier wo meine Hand so drüber geht, ne, dass das alles so von der Textur her so ausgepixelt ist, ne, überall solche Pixelstücke. Was ziemlich unschön aussieht. Dann hier nochmal RG 1300. Dann haben wir hier hinten den normalen Tank. Soweit okay, wenn wir einmal hier runtergehen. Kennzeichen und Co. sind nirgendwo dran. Im Mac-Bereich ist jetzt auch nichts Wirkliches. Hier haben wir noch Lichtanlage, kommen wir später gleich noch dazu. Und ja, unter der Maschine durchgehen können wir in dem Fall auch nicht. Aber das Größenverhältnis wieder von Mensch zu Maschine ist eigentlich ganz gut geklickt. Das muss man sagen. Ansonsten, wenn ihr hier erstmal, ihr habt es gerade gesehen, man steigt vorne ein und aus, was schon mal cool ist. Und die Leiter geht dann auch automatisch mit hoch. Das ist der Innenbereich, den gerade bewegt sich schon mal. Ansonsten ist das alles relativ spärlich anzusehen. Der Sitz, der hier ist, sieht okay aus. Vorne, da sind zwar Armaturen angedeutet, aber auch wirklich nur angedeutet. Das gilt auch für den Rest des Interieurs, ne? Boxen, wenn ich das hier so sagen möchte. Aber auch oben hier die Decke, ihr seht, dass das alles voll mit Pixelfragmenten ist. Relativ unschön. Auch hier die Knöpfe sind zwar an sich alle da, ja, gerade bei den Joysticks seht ihr das, aber das sieht halt auch absolut nicht schön aus. Wir haben vorne ein Display und hier oben ran auch noch ein Display, ist allerdings eine starre Textur, also ist ein Bild, da bewegt sich nichts, da ist nichts animiert, etc. etc. Gut, machen wir mal Soundcheck. Muss ich sagen, es ist ein Sound von dem Case. Ich weiß jetzt nicht welcher Case, aber es ist halt von dem Case-Traktor der Sound. Ja, ist in Ordnung, ob es nur real ist, das müsst ihr für euch entscheiden. Thema Funktionalität: Blinker und Co. Halt, das wollte ich nicht. Blinker und Co. die sind verbaut. Seht ihr ebenfalls hinten und vorne, die laufen auch. Licht selber ist auch mit verbaut. Wenn wir das Ganze mal hier in die Nacht reingehen, zack. Das seht ihr aber auch, so spärlich der Innenraum ist oder das Interieur, desto genauso ist es beleuchtet. Aber wir haben normales Fahrtlicht, Arbeitslicht, noch mehr Arbeitslicht und aus. Und Umleuchten sind da, reflektieren auch, muss man sagen. Und die Blinker hier sieht man jetzt in dem Fall momentan nicht reflektieren, was daran liegt, dass sie eventuell zu hoch sind. Aber das ist im Endeffekt auch alles standardgemäß. Aber ansonsten habe ich euch da hier schon mal was vorbereitet. In dem Fall jetzt hier Flüssigdinger. 5.000 Liter passen in den Tank. Keine 15.000, sondern 5.000. Ist also noch ein Anzeigefehler in dem Fall. Ansonsten mit X klappt ja den ganzen Spaß aus. Wer hätte es gedacht? Arbeitsbreite liegt, wie gesagt, bei 36 Metern. Das könnt ihr hier nochmal nachlesen. Wenn das Ganze ausgeklappt ist, könnt ihr mit der linken Maustaste gedrückt halten, das Ganze hoch und runter machen. Ist ganz klar. Und das ist jetzt noch ganz besonders mit der rechten Maustaste. Könnt ihr den Kranarm hoch und runter.
Ne? Also wenn die rechte Maus das gedrückt hält, hoch, runter, links, links, rechts, rechts. Also könnt ihr das nach separat anpassen nach euren Wünschen, ist ganz cool. Schläuche sind überall mit verlegt. Also muss man sagen, sieht auch ganz schnieke aus. Und dann schaltet ihr den ganzen Spaß mit B ein. Und dann fahrt ihr los. Ja. Mehr ist es nicht, eine relativ simple Sache. 30 km/h maximale Geschwindigkeit. Das schafft er in dem Fall auch, wie ihr hier seht. Arbeitsbreite nutzt er auch hundertprozentig aus. Wackelt vielleicht ein bisschen, wenn man jetzt hier so drin ist. Aber er ist stabil. Es ist jetzt nicht so, als würde er mir jetzt hier irgendwie umkippen wollen oder so. Er ist halt wirklich stabil. Ja. Selbst hier an den Kurven, das passt soweit. Also wer auf Ami-Karten spielt, da an sich eine gute Lösung oder ein guter Mod. Wenn es da nicht ja ein Problem gäbe, und zwar das größte Problem an dem Mod, ist der Lock. Denn der wirft Fehler. Zwei Errors und ein paar Warnings dazu, wie ihr das Ganze hier seht. Dass da wo irgendwas im Collision, eine Controls Icon, irgendwas, soweit kann ich gar nicht lesen. Dann irgendwas mit irgendwas existiert, already existent, irgendwas in der XML, haut auf jeden Fall nicht hin. Weil wer Ahnung davon hat, kann selber fixen und die Errors kommen vom Sound, weil das Wave-Dateien sind und Wave-Dateien damit im Spiel ja nichts zu suchen haben. Das müssen wir auf jeden Fall noch fixen. Aber ihr wisst da schon mal Bescheid. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr zu sagen. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.